Moin moin liebe Leute aus der Werkstatt des Altmetalls, und wie ihr seht, werden wir den 2010 jetzt mal auf eigener Achse vom Hof schieben. So ist jedenfalls der Plan. Sprit ist auch noch drauf, Diesel, der gute alte von früher. Und jetzt sieht man halt auch erstmal den ganzen Koffer, der stand ja sonst immer in der Ecke. Wir haben hier eine bodenkonstante Ackerschiene drin, er hat Zapfwelle hinten. Ja, und ansonsten kann so ein 2010 halt nicht mehr, ne? Genau, bisschen Handbremse, bisschen Sperre, das ist ja alles rein mechanisch. Ja, mein 0815 Sparco Rennsitz. Lenkung funktioniert. Die Kabel der Lichtmaschine habe ich jetzt abgeschnitten. Ich hoffe, dass die das überlebt, weil wir jetzt ja keine Last abnehmen. Hauptsache, die geht nicht kaputt. Wasser ist drauf. Ja. Genau, Öldruck habe ich umgelegt, der war ja hier am Krümmer. Öldruck ist jetzt so ein bisschen im Blick. Gut, die sollte ich hier vielleicht nochmal anziehen. Wenn die verschwinden, wäre es ärgerlich. Kann man irgendwie, ja, die kleinen Dinge hier, das ist so seltenes Gut. Deckeldichtung ist natürlich platt, also der wird hier gleich auch ein bisschen Öl rauspanschen. Da gehe ich von aus. Aber nützt ja nichts. Nützt ja nichts. Was ich noch machen müsste jetzt, ich muss jetzt diesen Getriebedeckel nochmal aufmachen, denn das Lochbild ist nicht symmetrisch von dem Getriebe und ich habe den Deckel wahrscheinlich verdreht. Ja, hier kommt ja das seitliche Rohr ran für den Abtrieb. Wie gesagt, da muss ich die Platte noch einmal drehen, sonst läuft mir das ganze Öl raus. Ja, hinten rechts versuche ich noch mal ein bisschen Luft drauf zu kriegen. Das ist ja auch so ein Glücksspiel, wie lange das dann nachher drauf ist. Meine Dinger sind so hart, es würde funktionieren. Ich glaube, ich kann es mir auch einfach sparen. Und dann bin ich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ja, Platte drehen, noch ein bisschen alles vorbereiten hier. Und dann hoffe ich, dass wir ihn anreißen können. Batterie, die ich hier habe, ich habe das Ladegerät dran. Die sagt jetzt auch schon nach ganz kurzer Zeit, dass sie fast voll ist. Ich denke mal, die Batterie ist platt. Und ich hoffe, dass es reicht, dass wir den Koffer hier anschmeißen können. Sonst müssen wir mit Verlängerungskabel arbeiten. Ja, ich bin gespannt. Ja, Luft. Luft habe ich jetzt hier zugemacht, wo ich ihn gereinigt habe. Ja, muss er abkönnen. Also da jetzt noch ein Luftfilter raufpröpeln, würde wahrscheinlich Sinn machen. Aber das muss so gehen. Ja. Ist mal ein anderes Bild, ne? Hä? Ja. Monatelang guckt ihr auf so eine Hütte. Leute, ich bin selber schon ganz fuchtelig. Wirklich. Richtig fuchtelig. Aufgeregt bin ich. Ja. Wir versuchen den Koffer jetzt mal zu starten. Die Batterie ist platt. Die wird auch gleich zusammenbrechen. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, vorglühen gehe ich jetzt einfach gleich. Oder hole ich mir da noch ein zweites Kabel. Muss ich mal gucken. Sonst gehe ich da direkt mit dem Kontaktbatterie ran zum Vorglühen. Dann auf die Batterie. Das ist mein Zündschlüssel, ne? Direkt überbrücken. Dann muss der Koffer erstmal anspringen. Und dann muss er fahren. Ich bin gespannt. Echt. Bitte enttäuscht mich nicht, kleine Laila. Oh ja.
dauert schon wieder alles zu lange hier. Batterie schlapp. Reicht nicht. Ja, schade gerade. Natürlich ist zum ersten Start das Tonsystem ausgefallen. Gut, nach mehrmaligen Orgeln, 406 mit Zusatzbatterie und Co. haben wir die Kiste dann doch zum Laufen gekriegt. Öldruck lag gleich bei 7 Bar. Das hat er auch konstant, ob warm oder kalt. Gleich sieht man mich, wie er sich freut und wie die Lippen sich bewegen. Entweder möchte er ein Bier oder ein Spaghetti-Eis. Keine Ahnung. Es ist immer sehr schwierig, irgendwas nachzuvertonen. Von daher würde ich jetzt irgendwas erzählen, bis der Ton wieder da ist. Bier, Spaghetti-Eis. Ja, Leute, ich versuche die zweite Kamera über die erste zu legen und genau das sehen wir jetzt.
Ja, Leute, ich hoffe, der Ton war gerade da bei der Fahrt. Das Tonsystem hat sie nämlich aufgehängt. Ich lasse ihn jetzt noch mal ein bisschen laufen hier wegen dem Öldruck. Haben wir immer so konstant 6 Bar. Der Motor läuft erste Sahne. Wirklich, erste Sahne. Ja. Kühler wird jetzt auch langsam warm hier oben. Luft wird schön. Geht schön durch den Kühler durch. Ja. Ja. Ja, geil. Geil. Menge dran zu tun. Also der Motor überhaupt nicht. Das machen wir gleich, wenn wir die Kiste wieder aus haben. Ja. Oh ja. Tja. Also der Motor, ne, hat mit 2010 nichts zu tun. Also 2010 hat ja original nur 25 PS. Und diese AT-Maschine hier ist ja von, weiß ich gar nicht, 64 oder so. Junge, 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 ist das Ding am Drehen. Es kann auch sein, dass das die 40 PS Variante ist. Getriebe ist Katastrophe, ne? Das wusste ich vorher. Das haben die ja gesagt, dass der zweite Gang wohl immer rausspringt und Rückwärtsgang kann ich gar nicht schalten. Normalerweise kommt man hier in den ersten Gang und zweiten Gang, wenn man rückwärts fährt. Jetzt bin ich gerade vorwärts gefahren. Ich komme auch in den nächsten Gang. Ich weiß jetzt nicht, ob das der 5. oder 6. war. Es läuft gut. Rückwärts reagiert da gar nicht drauf, ne? Da müssen wir mal die Getriebeplatte nachher runternehmen, wenn es soweit ist. Handbremse, da habe ich jetzt auch die Schraube verloren. Das klappert jetzt so ein bisschen wie Chantal aus Hamburg. Ach, sehr schön. Echt. Bremse hinten blockiert sofort, also die hinteren Bremsen gehen. Und vorne hat, glaube ich, rechts das Rad noch gebremst. Keine Ahnung, kommt eh alles neu. Aber er läuft. Er läuft gut. Und er zieht gut. Ja. Jetzt steht er natürlich falsch rum in der Werkstatt. Ja, mal gucken, wie wir was machen. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Ich will den ganzen Bums jetzt erstmal wieder wegräumen. Hier Überbrückungskabel und den ganzen Kram. Hier ist die Handbremsschraube. Die wunderschöne. Die Astreine hier. Ja, fein, fein, echt. Ja, ich habe eben gerade mal auf die Kamera geguckt. Ich glaube, das Video, wo ich hier vom Hof fahre, hat keinen Ton. Scheiße. Ja, mal sehen, ob ich es nachvertone. Das hört sich aber meistens an, als wenn du in so eine Ravioli-Dose sprichst. Ah, ärgerlich. Ich habe ja noch eine zweite Kamera drauf gehabt. Mal sehen, was davon geworden ist. Na, hier mit dem Magnethalter. Es musste halt sehr zügig gehen. Ja, die Kiste wollte erst nicht anspringen. Das hat ungefähr, also gefühlt 6000 Startversuche gebraucht, weil er einfach zu kalt ist. Pumpe war entlüftet. Na, hier ist jetzt auch die Gummidichtung weggeflogen. Die ist natürlich jetzt, ist halt alles alt. Ne? Die muss neu. Viel Luft war nicht drin, ein bisschen entlüftet. Standgas hat man jetzt natürlich auch nicht. Das geht dann nachher an eine Hütte hoch, an diesen kleinen Hebel hier. Na, hier ist nachher Handgas oder Standgas, na, dieser kleine Hebel. Also muss man da so ein bisschen improvisieren. Wasser behält das warm, das heißt, Thermostat hat aufgemacht, das ist gut. Der Motor läuft einfach Bombe, wirklich. Der hat jetzt 2101 Stunde gelaufen. Die ersten 36er Motoren, die hatten noch keinen Stundenzähler. Das gab es erst später. Und hier fehlt, wie gesagt, das Typenschild.
Ja, hier ist eine Plakette drauf. Ich werde Mercedes mal kontaktieren, ob ich da irgendwas rausfinde, ob ich das hier noch irgendwie lesbar machen kann. Das Original Mercedes Tauschaggregat, der hat richtig Schmalz. Ja. Wir reden hier von alter Technik, vom 636er Motor, Vierzylinder. Der hängt so am Gas, ey. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also motorseitig bin ich super glücklich. Das Einzige, was hier wirklich passieren wird, ich nehme, klar, oben den Ventiltrieb einmal durchgucken, Ventile durchgucken, alles neu dichten. Das heißt, mal ein bisschen Licht anmachen eben. So ein bisschen Deckeldichtung, so das Übliche, ne? Seitendeckel mal aufmachen, ein bisschen sauber machen. Die Pumpe bleibt so, wie sie ist. Da muss nichts dran gemacht werden, gar nichts. Die ganzen Einspritzleitungen, die gehen in die Galvanik. Die werden galvanisch verzinkt. Der ganze Krempel wird natürlich ein bisschen neu lackiert. Der ganze Block wird nachher geschliffen, lackiert. Ansonsten läuft dieser Motor sagenhaft. Und das ist schön, das freut mich. Ja, auch so Lichtmaschinen, es wird nachher alles lackiert und vielleicht so ein bisschen Riemscheibe in der Galvanik. Na, ich habe ja gesagt, das Ding hier wird jetzt richtig hart übertrieben. Getriebe müssen wir mal sehen. Wie gesagt, die beiden ja, Getriebeprofis, die es halt auch bei YouTube reingetragen haben. Ah, leider sehr wenig Abonnenten, sehr wenig Klicks. Es ist sehr, sehr speziell, aber wirklich in Perfektion. Da werde ich nochmal durchgucken. Vielleicht nehme ich sogar mal Kontakt mit den beiden auf. Ja, Motorgetriebe kommt raus. Ich denke, die Achsen werde ich rausnehmen. So der Plan. Und dann möchte ich eigentlich den Rahmen zum Sandstrahlen geben. Den Tank, den schleife ich mit Polyamidscheiben. Das habe ich beim 406 auch gemacht. Ja, so ein bisschen Filter neu, die ganzen Leitungen nachher neu machen. Das ist halt alles so ein bisschen Tübelinski, ne? Stoßdämpfer, vier neue. Der wurde ja umgebaut, habe ich ja damals mal erwähnt, von Hebelstoßdämpfer auf Öldruck. Die liegen da unten nagelneu im Karton. Die hat man schon. Fein, wirklich fein. Ich bin ihn gefahren, ich bin glücklich. Vielleicht werde ich ihn die Tage nochmal rauszerren, einmal umdrehen. Das heißt, hier vielleicht mit dem Deutz anheben, auf dem Hof einmal umdrehen, wieder reinschieben. Ja, und dann kann hier auch Sitz wieder runter und Lenksäule wieder raus. Wasser wieder runter. Nicht schlecht. Ja, ich bin zufrieden, Leute. Echt, ich bin glücklich. Ich bin gerade richtig glücklich. Das ist der Motor, er läuft sauber. Das Geknattel und Geknalle, ich weiß nicht, ob es auf dieser Kamera drauf ist. Muss ich gleich mal gucken. Irgendwas trennt er hier im Getriebe nicht. Ne? Wenn man die Kupplung tritt, dann ist es weg. Das muss irgendwo was im Getriebe sein. Irgendwas greift, was nicht greifen soll. Wahrscheinlich ist das der Wahlhebel vor zurück, dass da irgendwas nicht hinhaut. Oft kann man auch im Seitendeckel reingucken und schon mal gucken, was da passiert oder nicht. Lohnt sich der Aufwand? Komm Leute, wir machen kurz den Deckel auf. Ja, und jetzt die große Frage, sieht man überhaupt irgendwas? Ich versuche es hier mal mit ein bisschen Licht dran zu rödeln, weil die Kamera muss ja auch noch irgendwo hin. Ja, kriege ich die gedreht? Moment. Ich selber sehe auch nichts. Da oben ist doch irgendein Schaltstein, oder? Kommen wir da hin? Nee, sehen wir nicht. So. Mal die Zähne selber, ja, die sind schon, die haben schon ganz schön gesehen, ne? Ja, das wird man nachher sehen, wenn wir es aufmachen. Ich muss kurz die Linse sauber machen. Moment. So. Getriebe ist auch so ein eigener Part für sich. Das ist auch, muss ich sagen, das einzige an so einem Fahrzeug, was ich wirklich respektvoll behandle. Mein Motor funktioniert immer gleich. Ne? Unten ist eine alte Welle drin, die bewegt ein altes Pleil hin und her. Oben ist ein Kolben, der kriegt dann auf den Kopf. Dann haben wir ein bisschen Abgase, die gehen durch den Auspuff und ein bisschen Luft, die angesaugt wird. Und ein bisschen Sprit, der irgendwo rein muss. Funktioniert immer gleich.
Getriebe eigentlich auch, ja. Aber Getriebe habe ich immer so ein bisschen Respekt. Ne? Viel, ja, viel Zahnräder, viel Geschiebe, viel Lager. Bei einer Kurbelwelle, wenn die einsetzt, da baust du eine Lagerschalen unten ein, machst einen Tropfen Öl ran, sauberes Arbeiten immer, sehr sauber akribisches Arbeiten, ne? Bei Motor, Getriebe, Pumpe. So, dann legst du die da rein, haust deine Lagerschalen oben rauf, Anzugsdrehmoment und dann dreht die sich. Bei so einem Getriebe, da klopfst du ein Lager kaputt, das kriegt mal falsch einen auf den Kopf. Und dann ist es eigentlich schon kaputt, bevor es überhaupt gelaufen hat. Deswegen ist Getriebe immer ein bisschen, ne, mit Disziplin zu arbeiten. Getriebe wird ein eigener Part. Ne? Also Getriebe, Motor, wie gesagt, kommt raus, aber noch nicht jetzt. Jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal schon mal so ein bisschen Tüllü abbauen. Das heißt schon mal vielleicht mal Diesel ablassen, den Tank abbauen. Der Auspuff, der muss runter, der Schrott. Das sind alles Dinge, die jetzt eigentlich schon über sind. Wasser kommt wieder runter. Ja, und dann muss die Hütte da drauf. Und dann irgendwie mal ein bisschen mit der Pritsche anfangen. Zapfwelle kann eigentlich auch raus. Ne? Habe ich geprüft, funktioniert, dreht sich. Und wenn die Zapfwelle sich dreht, wird nachher auch die Riemenscheibe sich drehen. Das ist gut. Ich werde jetzt... Man nimmt da mal ein bisschen auf. Hier kommen Schnellstart-Glühkerzen rein. Ja. Also nicht wundern, ich habe gerade auf eine Schraube getippt, obwohl die da gar nicht sitzen. Ja, hier kommen Schnellstartkerzen rein. Die habe ich im Knubbel auch. 4 Sekunden, dann reicht das. Warum er sich hier so schwer getan hat, ne? Also wir haben wirklich die Batterie, die ist ja komplett Schrott. Die kippt zusammen sofort. Die hat einfach zu wenig Schmalz auf der Orgel. Und den 406, den habe ich gerade laufen lassen mit Drittelgas. Wirklich, dass die Batterie durchgehend lädt, noch ein Ladegerät dran. Und es hat irgendwann, keine Ahnung, Luft drin, zu kalt, weiß nicht. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Die erste Fahrt, Leute. Nein, doch, die erste Fahrt. Die erste Fahrt mit Laila. Ne? Ich habe ja gesagt, 20.07., wenn ich ein Jahr habe, wird es eine Kostenaufstellung geben. Und es ist eigentlich Wahnsinn, was bislang hier an Geld drin ist für das, was hier steht. Könnt ihr gespannt sein. Oh, sehr schön. Ja, sehr schön. Echt. Das, was man gehört hat, Achsen laufen ruhig. Ne, die Achsen werde ich einmal aufmachen von den Deckeln. Ich werde hier keine Toten ausgraben, wenn es nicht Not tut. Das ist so. Das wird alles mal durchgeguckt. Bei dieser Böhringer Achse kann man ja schon mal die Deckel aufmachen. Da kann man mal reingucken, das ist richtig gut. Das spart eine Menge Arbeit. Das ganze Gelumpe hier, Auspuff und so, ne, das kommt halt alles neu. Das ist halt alles improvisiert, was hier unterhängt. Und ja, so bei Handbremsseilen und Co. Ich sehe gerade, hier ist in der Mitte ein Schmiernippel drin. Ne? Wie geil ist das denn? Das hat ja der 406 noch nicht mal. Guck mal, man entdeckt immer wieder neue Sachen, ne? Geil. Da auch. Das müsst ihr mal machen bei eurem eigenen Auto. Setzt euch mal auf die Rücksitzbank und lasst euch da mal mit durch die Gegend fahren. Ihr seht Dinge in diesem Auto, das habt ihr noch nie gesehen, obwohl ihr das Auto jeden Tag selber fahrt. Ja, Anders hat zieht gut durch. Der hat es auch richtig Wärme, da musste vorhin noch ganz schön mal lochen. Der kommt halt auch mal raus, mal durchgucken. Die ganzen Anbauteile, Krümmer und so raus. Das muss gereinigt werden. Hier, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt so sehen. Nee, da war richtig Schimmel drin. Richtig weißer Schimmel. Den hat er jetzt mal durchgeorgelt. Temperaturfühler, das muss halt alles neu, ne? Ja. Ja. Motor wird eine sparsame Nummer. Motor wird günstig. Echt. Motor hat Öldruck. Permanent. 6 Bar. Kalt ob warm. Selbst beim Orgeln schon. Ich bin glücklich. Habe ich schon erwähnt, oder? Habe ich schon erwähnt, dass ich glücklich bin? Geil. Glücksmomente, Leute. Glücksmomente. Ja, letzten Tage, ich habe ja mal ein bisschen umgeräumt. Wie gesagt, diese Müllecke, dieser Karosse, ich bin froh, wenn sie irgendwann raus ist. Ich werde es auch mal langsam rausseparieren, was hier schon mal zum Schrott kann. So hier diese alten Radläufe zum Beispiel.
Ja, da kann kein Mensch mehr was von gebrauchen. Es ist halt einfach über. Das kommt dann schon mal auf dem Anhänger. Und hier diese alte Müllecke habe ich mal gestern ein bisschen sauber gemacht. Habe da mal ein bisschen Materialregal hingemacht, so ein bisschen mit Kettchen vor und so. Und hier dieses grüne Regal noch mal ein bisschen aufgeräumt. Auch da habe ich mich von einigen getrennt. Da sind jetzt so Sachen drin, wie, ja, das hat mir der Jens gebaut, ne, zum Abziehen von der Lager. Bis zu Reduzierhülsen, das sind alles Oberlenker- und Unterlenkerbolzen, Kugeln, Splinte, Ketten. Mal ein bisschen aufgeräumt. Sehr schön. Ja. Geil. Eigentlich sind wir da nur mit gefahren, aber das ist ein riesengroßer Schritt, wirklich. Top. Und damit bin ich auch schon wieder weg für diesen heutigen Tag. Leute, danke fürs Zusehen. Es geht immer weiter in der Werkstatt des Altmetalls. Böhringer 2010, kleiner Unimog, wie auch immer, wird noch länger dauern. Aber das hier, ne, dass die Karre fährt. Geil. Leute, reinhauen. Wir sehen uns. Ciao.